Tschüss. Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming. Ich, mein Allianz Kid, wir werden heute erstmal schauen, dass wir hier im Grunde genommen den First Capture für das Gebäude bekommen. Eine Level Seer City. Habe ich vorher noch nicht gemacht, muss ich sagen. Und wir werden uns mal anschauen, wie das jetzt so funktioniert. Wie wir sehen, geht das relativ simpel, sage ich jetzt mal. Die Leute, die spammen einfach nur ihre Märsche auf das Gebäude. Man hat jetzt gerade 15 Minuten Zeit, um das zu capturen. Es gibt eine gewisse Wall Defense, die man durchdringen muss. Aber damit das erstmal passiert, müssen genug Märsche da schon mal draufhauen, sage ich jetzt mal. Ne? Also das, wie man sieht, ist es echt eine Aufgabe, das erstmal zu durchbrechen. Wir werden das jetzt natürlich auch nochmal, ich werde euch einen Bericht dann zeigen. Da muss man natürlich schon mit ganz schön vielen Märschen jetzt draufgehen. Und das wird auch noch eine Weile dauern, bis wir das hier fertig gemacht haben. Aber ich wollte euch das einfach mal zeigen, weil es mit ein cooler Content ist, gerade im GameStart. Einfach mal zu zeigen, okay, wie wird so eine City eigentlich eingenommen? Wie doll werden die Märsche zerstört? Weil, wie man sieht, man wird schon ganz schön kaputt gemacht, ne? Also wenn wir jetzt mal in den Bericht reinschauen, man verliert das Ding, ja. Bei mir persönlich, weil ich jetzt T3 bin, sind die Verluste relativ gering. Ich denke, dass das immer noch bei anderen etwas anders ausschauen wird. Aber wir werden das jetzt erstmal jetzt natürlich hochhalten und erstmal weitermachen. Ich denke, wir brauchen so 2-3 Minuten, dann haben wir den First Capture hier bekommen. Warum First Capture meine Stadt in diesem Spiel? Ganz simpel, pro Stadt bekommt man Stadtsteuern, ihr bekommt Sammeltempo, in diesem Fall sogar auch Heilungstempo generell. Das heißt, diese Städte gewähren euer Allianz, Boni, wie in anderen Spielen, beispielsweise Rise of Kingdoms auch. Und die haben im Grunde genommen den Zweck der heiligen der Schreine und sowas, der Geschichten dort in Rise of Kingdoms. Mehr, also in den Stadtgebieten können wir gleichzeitig auch deutlich mehr sammeln. Das macht es auch nochmal mega interessant. Und ja, spannend ist das natürlich jetzt nicht, wie wir jetzt weitermachen. Wir gehen jetzt so weit, bis die Defense der Wall komplett weg ist. Das wird noch ein bisschen dauern, denke ich. Aber danach können wir sehen, okay, dann haben wir den First Capture. Ich habe euch mal gezeigt, das ist jetzt eine Level 4 City, die wir hier einnehmen. Also schon eine vernünftige City, wie wir sehen, schon Richtung Mitte hin geneigt. Natürlich noch nicht ganz da, dafür sind wir noch nicht weit genug vom Server her. Aber wir nähern uns dem an, sage ich jetzt mal. Und ja, wie man sieht, man braucht eine große Menge von Truppen. Das heißt, schaut, wenn ihr anfangt, Infinity Kingdom zu spielen, sucht euch eine vernünftig große Allianz. Ich bin hier bei Kid heimisch geworden und muss sagen, es ist echt eine schöne Umgebung. Die Leader, die Verantwortlichen sind echt cool drauf, mit denen kann man sprechen. Das macht richtig Spaß. Und dann wollen wir gleich mal weiterschauen. So wie wir jetzt sehen, haben wir jetzt die äußere Mauer durchbrochen. Die Leute fangen jetzt an, im Grunde genommen auf die City in der Mitte zu gehen. Und sofern die City in der Mitte besiegt ist, ist im Grunde genommen dann auch hier die Einnahme des Gebäudes erfolgreich abgeschlossen. So, da wollen wir uns auch nochmal schnell einen Bericht holen, damit wir das auch gemacht haben, bevor der ganze Spaß hier verloren ist. Aber wie wir sehen, gibt es jetzt schon immer mehr Siege, die jetzt hier errungen werden. Gerade bei den stärkeren Spielern gegen das Gebäude. Das ist ein gutes Zeichen, dass es sich jetzt langsam auf dem Ende neigt. Danach werden wir uns auch mal die First Capture Belohnung anschauen. Aber wie wir sehen, schwach ist das Gebäude nun nicht. Gerade 2500 neue tote Einheiten bekommen, das tut schon ganz schön weh. Aber was tut man nicht alles für einen First Capture hier in so einem Spiel? Ja, aber da kann man sehen, da kann man schon ein bisschen bluten. Das Gute ist natürlich, gerade am Anfang des Spiels, ihr erreicht relativ schnell die Kapazitätsgrenzen von den Truppen, sobald ihr mal eine vernünftige Allianz gefunden habt. Und dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn ihr mal ein paar Truppen verliert, sage ich jetzt mal. Das kann man verkraften als Spieler. Die kann man einfach schnell nachboosten, das ist nicht ganz so schlimm. Am besten macht ihr dieses Nachboosten immer an Events, wo ihr da noch ein paar mehr Punkte für bekommt. Das kann ich euch ja mal kurz bei unserem Kalender zeigen. Weil demnächst steht bei uns auch in so ein Event an, wo man das machen kann. Kalender. So. Waffenrennen. Also hier ist ein Truppentrainingswettbewerb. Selbst wenn ihr sagt, okay, mit den Big Spendern kann ich sowieso nicht mithalten oder ähnliches. Aber hier könnt ihr zumindest ein paar Truppen ausbauen. Bekommt dann Belohnung, die ihr sonst nicht erhaltet. Also Mehrwert für das Gleiche, was ihr sowieso machen wolltet. Deswegen rate ich euch, okay, schaut auch hier, dass ihr das mitnehmt, sofern ihr das macht. So, Truppentraining nebenbei abschließen.
dann noch einen Angriff auf die City fahren. So lang kann das eigentlich auch nicht mehr dauern. Wie ihr seht, auch zum Angreifen von den Städten braucht ihr AP. Schaut daher, dass ihr genug AP am Start habt und diese auch dafür verwenden könnt. So. Wollen wir einmal rauszoomen. Also wie ihr seht, wenn wir gerade aus der Karte rauszoomen, die Aktivität für solche Events muss einfach schon mega hoch sein, damit man sowas auch irgendwo noch abschließen kann. Das geht jetzt nicht, dass du da nur 10 Spieler am Start hast, weil die haben sich dann quasi selber genullt, die haben nachher keine Truppen mehr, so nach dem Motto. Da brauchst du schon eine große Anzahl an Spielern, damit das erfolgreich funktionieren kann. Wie wir sehen, besteht die Stadt hier aus verschiedenen Teilen, die hier jetzt schon eingenommen werden können. Wenn wir uns das hier anschauen, da ist schon ein Stadtteil eingenommen, da können wir jetzt schon Garrison reinstellen. Und sobald wir auch die anderen Stadtteile hier besiegt haben, gerade auf der anderen Seite, wird das dementsprechend auch möglich sein. Wir sehen, es jetzt nur noch einer von den Fallen fertig. Okay, jetzt ist ein Schild gepoppt. Wir haben jetzt die Stadt eingenommen. Meine Freunde, das war ein First Capture hier von der Stadt, um euch das mal zu zeigen. Die letzten Meschen werden jetzt auch drauflaufen von Schild geblockt, weil wir schon eingenommen haben. Sofern das jetzt weg ist, zeige ich euch natürlich auch nochmal die First Capture Rewards, die wir hierfür bekommen haben. Zack, da haben wir sie. Ist jetzt natürlich nicht die supergeilste Quote hier. Wenn wir schauen, wir waren auch dabei, Platz 10 vom Damage Share, das ist okay, Belohnung abholen, 100 Gems nehmen wir mit. Nimmt man mit, aber viel wichtiger ist, dass wir jetzt Allianz hier die Stadt bekommen haben. Jetzt geht es dahin, zu sagen, okay, wir konstruieren jetzt die Stadt, das heißt, wir stecken unsere Truppen rein und bauen dort im Grunde genommen. Wir treten hier auch mal bei, ganz entspannt, und werden mit unserem Marsch hier reingehen und dort auch einmal mitsammeln. So, werte Freunde, das war jetzt auch hier unser Video für den First Capture. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr sagt, okay, so eine Videos wollen wir mehr haben, wenn ihr in die nächste Zone geht, wenn mal ein großer Fight entsteht, Christian, zeig uns das mal gerne. Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.